Servus Leute, heute geht es weiter mit Teil 3 unserer Videoserie zur Firmware 5.0.0 des Prusa Mark IV 3D-Druckers. Höchst interessante Folge, unbedingt dranbleiben, unbedingt bis zum Schluss anschauen. Teil 2 und Teil 1 verlinken wir übrigens noch in der Infobox. Im Video jetzt geht es auf jeden Fall los mit dem glatten PEI-Sheet. Könnt ihr euch anschauen, ob wir das weggebracht haben, das Warping. Und natürlich Firmware 5.0.0. mit dem bisherigen Prusa Slicer Preset vor der Version 1.9.9, weil wir waren mit unseren Tests leider zu schnell und haben zwar die 5.0.0 Firmware getestet, aber mit den alten Presets, weil es die neuen zu dem Zeitpunkt seitens Prusa scheinbar noch nicht gab. Und deswegen war das einerseits dumm, aber andererseits eigentlich sehr gut, weil wir dadurch jetzt noch einen Vergleich mehr haben. Das heißt, so durchaus ein Vorteil, weil wir einfach auch das alte Preset mit der neuen Firmware vergleichen konnten und es hat auch seine Vorteile gehabt, obwohl der Input Shaper bzw. die Geschwindigkeit da noch gar nicht so schnell war. Das kam dann, das kommt jetzt in dem Video auf jeden Fall schon mal auch der Geschwindigkeitsfaktor noch mit rein. Dann gibt es dann natürlich einen Vergleich von uns von der 4.7.2 gegen die 5.0.0. Beide gesliced mit den bisherigen Presets, wie gesagt, vor der Preset-Version 1.9.9. Anschließend installieren wir dann die 5.0.0 erneut und zeigen euch, wie man eine Firmware überhaupt nochmal ein zweites Mal aufspielen kann, weil das kann der Drucker im Normalfall eigentlich gar nicht und verhindert das logischerweise. Da gibt es aber einen Trick, wie man es machen kann, zeigen wir im Video. Dann das nächste ist, wir installieren die Firmware dann ein zweites Mal, also wie ich gerade gesagt habe, weil wir einfach, also der Hintergrund davon ist, wir wollen die Kalibrierung für den Input Shaper einfach erneut ausführen, weil wir bei der Kalibrierung vorher einen Crash hatten und die übers Menü die Kalibration nicht erneut ausführen konnten. Wer übrigens weiß, wie das geht, bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann erklären wir in Wort und Bild, wie der Mark IV mit der Firmware 5.0.0 mit den neuen Profilen jetzt und mit den richtigen Profilen überhaupt korrekt installiert werden kann und muss. Mit dem Kniff, wie man die Profilversion überhaupt mal updaten und wie man es überhaupt rausfinden kann. Weil das zeigt der Prusa Slicer in den Versionsangaben überhaupt nicht an. Das muss man leider ein bisschen umständlich machen, dass man das überhaupt angezeigt bekommt. Der Trick hier im Video natürlich. Anschließend drucken wir dann im Druckprofil 0.2 Structural mit der Firmware 5.0.0 und haben dann endlich auch den Speed Improvement. Mit erfreulichen neuen Erkenntnissen. Also die beste Erkenntnis daran ist natürlich sicherlich die Speed, aber auch noch anderes. Und los geht's! Mit diesem Steelsheet, mit dem glatten PEI-Steelsheet, schaut es natürlich alles viel, viel besser aus. Da gibt es kein Warping mehr. Das klebt einfach auf der Oberfläche von dem Steelsheet perfekt. Da hebt sich nichts mehr ab. Das wird ein ganz gerades, sauberes Objekt. So, neues Sheet, neues Glück, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall viel besser fürs PLA. Und ihr seht, kein Warping, also es liegt sauber auf, obwohl es jetzt schon abgekühlt hat. An der Druckqualität hat es jetzt nicht viel geändert, außer hier natürlich an der Schrift, an dem 3D, weil es nicht hochgezogen hat. Und auf der Innenseite an der Stelle hat es natürlich jetzt auch da besser gedruckt. An der Unterseite, wo die Schrift ist, also da unten drin, weil es das nicht hochgebogen hat, das hat es ja total verbogen. Genau, das machen wir jetzt runter vom Druckbett und dann vergleichen wir mal die Druckqualitäten. Also 5.0.0 ist hier zu sehen. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt das Warping komplett weg haben. Also unten liegt es komplett auf, also ganz außenrum hat es uns nichts verzogen, obwohl es ein bisschen kälter jetzt ist, Raumtemperatur. Hat es nichts verzogen. Das liegt an der besseren Druckbetthaftung auf dem PEI-Sheet. Und wer es braucht, kann auch das Heizbett noch um 5 Grad erhöhen. Auf 65 Grad, dann wird es auch noch besser. Gerade im Winter ist es vielleicht zu empfehlen. Ja. Also hier jetzt im direkten Vergleich links 4.7.2 Firmware und rechts 5.0.0 Firmware. Und ihr seht es am 3D-Printer-Test-Schriftzug und am Overhang-Test-Schriftzug und an den Gradzahlen auf den Overhangs, dass links tatsächlich das Ghosting wesentlich schlimmer ist
als mit der neuen Firmware. Also das ist auf jeden Fall ein extrem gutes Improvement, also eine gute Verbesserung. Wenn man sich das jetzt da so anschaut, da sieht man hier diese Hello-Effekte an der Schrift. Und gehe ich darüber, dann ist da deutlich weniger bis keins zu sehen. Ich versuche mal, jetzt von hier sieht man es von Draufsicht, ihr seht es jetzt an den Rändern von der Schrift, also an den Rändern von der Schrift sieht man, wenn man so direkt gerade drauf schaut, den Hello-Effekt. Ich nenne es jetzt einfach mal Hello-Effekt. Und wenn ich jetzt da gerade rüber gehe, dann ist das sichtlich und deutlich weniger bis gar nicht mehr da. Und jetzt hier auf der Skala hier drauf, da geht das linke bis 75 Grad, das rechte bis 80 Grad. Wenn ich jetzt da direkt rüber schaue, dann ist auch hier so ein Hello-Effekt, der hier ausschaut, als wäre es Fettschrift oder so. Was es aber nicht ist, das ist gar nicht so geplant. Genau, und jetzt mal ein bisschen näher. Also das ist Mark 4 5.0.0 und das ist Mark 4 4.7.2. So viel zur Schrift, dann schauen wir uns jetzt mal Stringing an. Und links seht ihr immer die 472 und rechts die 500. Also Überhang schaut ähnlich aus. Dann Schrift. Und hier die ganzen Fäden, Stringing. Das würde ich jetzt als ähnlich bezeichnen. Wobei es ganz grob gesagt bei der neuen Firmware schon ein bisschen weniger ist. Dann jetzt hier die Unterseite. Das hier ist ja die zweite Version. Mit der 5.0 hat man ja zweimal gemacht. Also das ist ähnlich gut. Dann seitlich drauf geschaut. Das hier 472, das hier 5.0.0. Also hier sieht man rechts wieder 5.0.0. Und hier, es ist schwer darzustellen, wenn man es nicht direkt gegenüberstellen kann. Man hat immer irgendwie einen anderen Sichtwinkel drauf. Wie ihr schon gesehen habt. Und zwar ist es jetzt rechts, sieht man die jetzt sehr gut, weil das, hier sieht man das Stringing sehr gut. Hier sieht man es nicht, aber hier ist es auch. Also es hängt jetzt vom Blickwinkel ab. Also Stringing ist nicht besser geworden. Das ist vergleichbar, gleichbleibend, sage ich mal. Ghosting ist weg, Ringing ist weg. Dann Warping, das hat jetzt nichts mit dem Firmware-Update zu tun. Das haben wir auch weggebracht mit dem glatten PEI-Sheet. Also hier nochmal ein Vergleich. Links 472, rechts 5.0.0. Und das ist jetzt ein Stringing-Test. Der ist extra dafür gemacht, fürs Fädenziehen. Haben wir jetzt auch was Schwarzes untergelegt, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Und ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Also ich würde jetzt mal sagen, da sind wir schon im ähnlichen Bereich. Dass das immer ein bisschen anders ist, ist absolut klar, weil kein Druck wie ein anderer ist beim 3D-Druck. Aber ja, je nach Blickwinkel schaut es mal bei dem ein bisschen weniger aus und mal bei dem ein bisschen mehr. Also das ist zu vernachlässigen, das macht auch keinen Unterschied. Also ob jetzt da ein paar Fädelchen mehr sind oder weniger, auf das kommt es sowieso nicht an.
Wenn, dann müsste es schon 50% weniger sein oder so, dass es wirklich einen Ausschlag gibt. Also da ist nach wie vor, hat sich nichts verändert. Auch hier nochmal der Blick mit schwarzem Untergrund. Ja. Da ist es bei Mark 4 mit 5.0.0 vielleicht sogar ein bisschen mehr Stringing, aber das kann alles, das liegt im Bereich der Toleranzen. Ansonsten schaut es sehr, sehr ähnlich aus. So, und in dieser Aufnahme und in der vorigen war der obere der 472er und der untere der 500er. Jetzt gehen wir auf das Test direkt drauf. Das ist immer abhängig vom Blickwinkel, ob man diese Halo-Effekte sieht oder nicht. Und hier, wenn man Blickwinkel ändern, tritt der Halo-Effekt zwar auch minimal noch auf, aber nicht, längst nicht mehr so stark wie jetzt hier. Von der Seite sieht man ziemlich stark. Also Stringing ist auf jeden Fall gleich. Ghosting, was wir hier jetzt sehen, ist, wie gesagt, deutlich besser. Also rechts 5.00 und links 4.72 wieder. Und an diesem Schornstein sieht man bei der 4.72 hier so Dinger rausstehen. Das ist hier gar nicht. Also wir haben nichts weggebrochen oder verändert. Das ist jetzt bei der 5.0 deutlich besser. An dieser einen Stelle. Warum? Ist eine gute Frage. Das Modell wird halt auch anders gedruckt. Das ist halt einfach was anderes. Dann hier sieht man ein paar Fädelchen. Die sieht man aber bei 5.0.0 auch. Legen wir es mal auf die Seite. Drehen wir es mal. Also von unten schaut absolut ähnlich aus. Dann dieses Guckloch hier. Ähnlich. Dann schauen wir mal das Lenkrad vom... Wenn wir so reinschauen, sehen wir das Lenkrad, das Schiffsrad. Aber ich denke, das ist auch alles sehr ähnlich. Auch hier sieht man jetzt links 472 am Schornstein wieder so ein kleines Ding, das rechts nicht ist, aber dafür sieht man vorne im Boot rechts ein bisschen mehr Stringing. Also das gibt sich nicht viel. Druckqualität ist auf äußerst hohem Niveau bei beiden. Und auch hier sieht man jetzt keinen Unterschied. Das war vorher schon sehr, sehr gut. Da hätte ich jetzt auch kein Upgrade gebraucht. Aber die Druckerschütterungen beim Druck auf den Drucker und damit auf die Lager und auf alles, was abgenutzt werden kann, auf die Motoren, auf die Lager in die Motoren, überall entsteht bei diesen brutalen Schlägen vor der 5.0.0 viel zu viel Abnutzung in meinen Augen. Deswegen haben wir auch immer so intuitiv auf 70% oder sowas gedruckt, um diese Schläge ein bisschen zu verringern. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Jetzt kann man mit 100% gewissenhaft oder ohne Gewissensbisse einfach Vollgas fahren. 100% ist gar kein Problem mehr. Das gibt einfach diese ganzen Schläge und Vibrationen und Erschütterungen einfach gar nicht mehr. Also wir haben ja die 5.0.0 installiert und beim ersten Druckvorgang kalibriert er X und Y. Und das war natürlich sehr unpraktisch, weil da ist er bei uns ja gecrashed auf beiden Seiten. Also wir hatten den Kopf auf der rechten Seite, den Druckkopf, und das Druckbett hatten wir vorne. Und das hat der Drucker einfach nicht geschnallt. Der ist davon ausgegangen, dass der Kopf links ist und das Druckbett hinten. Dann hätte es wahrscheinlich funktioniert, aber bei uns hat es dadurch gecrashed. Und jetzt
installieren wir die Firmware nochmal neu, weil wir haben im Menü nicht rausgefunden, wie man die Kalibrierung nochmal macht. Weil die Kalibrierung kann ja jetzt nicht richtig sein, wenn es zwischendrin gecrashed hat. Also dazu drückt man Reset und sofort den Knopf hier. Dadurch kann man ein Firmware-Update nochmal aufspielen oder ein altes aufspielen. Und jetzt sehen wir hier 5.0.0, obwohl die 5.0.0 eigentlich schon drauf ist und Flash. So, mit diesem Vorgang erhoffen wir uns beim nächsten Druckvorgang, dass die Kalibration wieder abläuft. Dabei unser Tipp, stellt den Kopf nach links und schiebt das Druckbett nach hinten, also nicht ganz nach links, lasst links ein bisschen Platz und das Druckbett nicht ganz nach hinten, lasst auch ein bisschen Platz und dann seid gefasst, legt euren Finger auf den Reset-Button und hofft erstmal, dass das sauber abläuft und falls er zu nah irgendwo rankommt, drückt zurück Reset, weil beim nächsten Drucken startet dann die Kalibration nochmal, wenn sie abgebrochen hat. Wenn sie aber gecrashed hat, dann startet er nicht nochmal, dann bleibt er bei diesen Werten und Werte mit am Crash, wo ein Crash dabei war, kann ja keine Kalibrierung sein. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Und als nächstes für euch ganz wichtig zu wissen ist, geht es in den Prusa Slicer 261 und geht es erstmal nicht davon aus, dass er fertig aktualisiert ist, wenn ihr auf 261 seid. Macht es nochmal nach Updates suchen, dann sagt er unten ja, passt schon. Und das reicht aber nicht. Geht es in Konfiguration und sagt nach Konfigurationsaktualisierung suchen, das auch noch. Keine Aktualisierung verfügbar. Es muss nämlich die 1.9.9 aktuell installiert sein, zusammen mit der 261, wie die rausgekommen ist, damit ihr den Prusa Mark IV auch mit Input Shaping überhaupt fahren könnt, damit ihr die neuen Profile überhaupt bekommt. Weil die alten Profile sind nämlich die hier. Die vielen mit Quality Speed, Ultra Detail und Draft. Diese hier. Ich gehe mal näher hin. Wenn ihr die seht, habt ihr noch nicht Input Shaping. Euer Drucker ist zwar dann leiser und mit weniger Erschütterungen, aber eben noch nicht mit Input Shaping. Und dazu braucht ihr die 1.9.9 und müsst dann einen neuen Drucker anlegen. Das zeige ich jetzt auch gleich. Also wie gesagt, wenn ihr diese Einstellung noch habt, die vielen Profile, dann habt ihr noch nicht die richtige Konfiguration für 5.0.0 eurer Firmware für einen Mark IV. Ihr müsst hier unter Konfigurationen sagen, nach Updates suchen, wie gesagt, und nach Konfigurationen suchen. Und er sagt, es sind keine Konfigurationsaktualisierungen verfügbar. Jetzt schauen wir mal. Es gibt zwei Möglichkeiten, also zwei Dinge, die man wissen muss. Erstens, es gibt hier eine Changelog für die Profile von Prusa selbst. Hier ist aber dummerweise die 1.9.9, die neueste, noch gar nicht drin. Weder in Deutsch noch in Englisch, seht ihr hier. Das heißt, ihr müsst selber herausfinden, ob ihr das Update schon gemacht habt. Das geht leider nicht über Prusa, da zeigt er nur die Version vom Slicer. Und auch in der Konfiguration über Systeminformationen. Genau, hier sieht man noch genauer, welche Build gerade installiert ist. Aber es bringt dann auch nichts, wenn man die Profilversion nicht sieht. Da gibt es jetzt einen Trick, und zwar gibt es diese Momentaufnahmen. Prusa Slicer macht nach jedem Update eine Momentaufnahme der bisherigen Profile, damit man zurückgehen kann oder nochmal vergleichen kann oder dorthin gehen kann. Und hier steht zum Glück auch endlich mal die Version der Profile. Und hier ist 1.9.7 bei der letzten Aktualisierung gewesen, wo wir auf 2.6.1 gegangen sind, hat man eine 1.9.7 des Konfigurationsfiles drauf. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was wir jetzt drauf haben. Das machen wir ganz einfach. Da erfassen wir jetzt eine neue Konfigurationsdatei und nennen die von mir aus jetzt mal Test, nur zum Spaß, und sagen okay. Und jetzt, wenn wir nochmal in die Momentaufnahmen gehen, dann sehen wir, das ist jetzt unser aktives Profil. Das aktuelle empfehle ich sowieso, das mal zu speichern, macht es auch mal. Und hier seht ihr Version 1.9.9. Das heißt, jetzt seid ihr richtig und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müsst ihr den Drucker neu anlegen. Und zwar geht es ja dazu unter Druckeinstellungen, hier im Dropdown Drucker hinzufügen, entfernen.
Und jetzt seid ihr soweit. Und hier seht ihr schon in dem grünen, schrägen Ding Input Shaper. Also wählt ihr euren Mark IV. Die anderen würde ich nicht abwählen. Also wir haben einen Mark III hier. Wir haben einen Mark IV ohne Input Shaper. Und jetzt bitteschön Mark IV Input Shaper 0,4er Düse hinzufügen. Weiter, 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 weiter. Da lasse ich einfach alles, wie es war. Weiter, weiter, weiter. Ja, 3MF und STL-Dateien kann man verknüpfen. Expertenmodus ist absolut anzuraten. Und beenden. Und jetzt müsst ihr hier, seht ihr hier oben, so schaut es richtig aus. Jetzt haben wir den Mark IV erst richtig konfiguriert, beziehungsweise die richtigen Profile da. Jetzt gibt es nämlich Structural und Speed, Fast Detail. Die kleineren Sachen mit 0,07 Ultra Detail gibt es gar nicht mehr. Was auch jetzt ich ein bisschen schade finde, aber es wird seinen Grund haben. Ich glaube, mehr als 0,1er Quality braucht man einfach nicht mehr. Aber wir werden das alles noch ein bisschen durchtesten. Jetzt sind wir auf jeden Fall bereit für den Mark IV und jetzt gehen wir in die Vollen und machen gleich mal unseren ersten 3er Benchmark-Test auf einmal. Schauen mal, wie lange das dauert, was sich jetzt noch geändert hat und wie die Qualität sein wird. Und ob das Stringing jetzt auch mal ein bisschen weniger wird. Alles weiterhin im gleichen Filament übrigens. Und los geht's. Wenn wir jetzt unser Benchmark-Projekt übrigens slicen, haben wir in Structural, also 0,2 Structural Druckeinstellung, haben wir 3 Stunden 48. Und in 0,2 mm Speed, wie wir es jetzt sehen, seht ihr rechts unten 3 Stunden 3 Minuten. Also 45 Minuten schneller im Speed-Modus bei diesem Teil. Und jetzt würde ich sagen, wir machen beides und beginnen mit dem langsameren. Wir beginnen mit Structural, was 3 Stunden 48 Minuten dauert. Und hier zeige ich es nochmal. Und zwar hier, wo der Mauszeiger ist, 3 Stunden 48 ist die Dauer. Und jetzt starten wir und hoffen, dass er erstmal nach unserer Neuaufspielung der 5.0.0, dass er dann hoffentlich erstmal nochmal sauber kalibriert. Aber das zeigen wir jetzt. Und los geht's. Wir drücken unten rechts den Button und schicken über Prusa Link auf einem kurzen Dienstweg sozusagen den Auftrag an den Drucker. Und hier unten seht ihr, wird hochgeladen. Dauert leider immer noch sehr, sehr lange. Für so 14,5 MB-File ist das viel zu lang. So, hier läuft's. Ihr seht's. Oben die Anzeige 60% und ganz wichtig, Druckbett hinterschieben, nicht ganz hinter, ein bisschen zurück wieder und auch den eigentlich nicht ganz nach links, sondern so ein bisschen Abstand. Und jetzt haben wir die Firmware 5.0.0 nochmal aufgespielt, um die initiale Kalibrierung nochmal zu starten. Jetzt müssen wir also gefasst sein, falls irgendwas crasht. Was macht er jetzt? Jetzt heizt er erstmal und dann müssen wir gefasst sein, falls was crasht oder davon geht jetzt nicht aus, wenn wir jetzt die Positionen richtig gewählt haben sollten, so wie die Firmware das möchte, ohne dass man es vorher wissen könnte. Die Firmware hätte ja einfach auch homen können selber, X und Y, und dann wäre nichts passiert. Und gleich 170 und wir sind sehr gespannt, wie viel schneller der Drucker jetzt ist, weil jetzt müsste er ja deutlich schneller sein. Jetzt geht's los. Eigentlich müsste er calibraten. Macht er nicht. Also trotz Firmware nochmal neu installieren, kalibriert er scheinbar nicht mehr. Das war eine einmalige Aktion, die man nicht mehr wiederholen können. Also wenn jemand weiß, wie man die Kalibration nach der 5.0.0 nochmal bekommt, X und Y, dann wären wir sehr verbunden. Wenn jemand weiß, wie das geht. Okay, wir merken hier schon, der bedarfte Mark IV-User, der seinen Drucker kennt, merkt, dass diese Geschwindigkeit neu ist. Das hört man schon im Geräusch. Der Kopf verfährt schneller. Bringt vielleicht nicht besonders viel, aber wir merken schon,
Der Drucker nimmt an Geschwindigkeit zu. Was ultra nervig ist, jetzt haben wir die Punkte auf dem Druckbett, wie immer. Die müssen wir jetzt für einen schönen Zeitraffer natürlich wieder sauber machen. Und dafür hilft es alles nichts. Müssen wir leider pausieren, weil das dauert länger als die Heizphase ist. Jetzt mache ich es schnell sauber. So sauber ist es. Und jetzt sagen wir einfach hier fortsetzen. Und er heizt wieder auf. Diesmal übrigens 230 Grad. Das ist neu. Für PLA eigentlich zu viel. Aber Prusa wird es schon wissen. Und er startet scheinbar los. Jawohl. Wir haben tatsächlich 230 Grad Nozzle-Temperatur. Also Druckgeschwindigkeit ist nochmal merklich schneller geworden, vor allem jetzt bei der ersten Schicht. Das bringt mich etwas in ein bisschen Ängste, wenn ich jetzt bedenke, dass die Druckbetthaftung jetzt absolut entscheidend ist. Wenn beim First Layer schon schnell gedruckt wird, muss die Druckbetthaftung wirklich gut sein. Sonst werden kleine Details nicht haften. Aber es schaut gut aus. Ihr seht, wir haben jetzt echt eine beschleunigte First Layer und es scheint zu funktionieren. Also Druckgeschwindigkeit hat jetzt absolut zugenommen. Jetzt schauen wir dann mal, ob dadurch jetzt auch wieder massive Vibrationen und Erschütterungen sind. Ich habe es aber schon gemerkt, die haben wieder zugenommen, ja. Ja, also am Rahmen, wenn man jetzt hinlangt, jetzt hat man wieder Erschütterungen drauf. Aber längst nicht so, wie das früher war. Das ist noch vollkommen im Rahmen bei der Geschwindigkeit. Aber wie gesagt, ist das jetzt erstmal First Layer. Jetzt kommt dann der Second Layer, die zweite Schicht, die ja dann noch viel schneller sein muss als jetzt die erste Schicht. Aber das hier ist ein Geschwindigkeitsboost. Die erste Schicht frisst ja immer sehr, sehr viel Zeit. Und hier seht ihr, das fetzt. Also unglaublich. Jetzt schauen wir mal, wie er schraffiert. Und dann machen wir einen Cut und dann zeige ich euch die zweite Layer noch, wie schnell die jetzt ist. Ja. Und jetzt schauen wir mal, Input Shaper steht hier wieder am Display oben dort übrigens. Da schauen wir doch gleich mal rein. Hier, ob wir da was sehen können unter Input Shaper. Also hier ist immer noch nichts zu machen. Da kann man überall nichts machen. Okay, passt. Das wird man nur noch mal schauen. Also auch mit dem Profil 1.9.9 und dem Drucker neu angelegt ist es nicht anders. Aber ihr seht, dass das Profil anders ist und viel schneller ist. Also die Verfahrwege für die erste Schicht sind deutlich gestiegen. Also die Geschwindigkeiten, würde ich sagen. Verfahrwege sind sehr schnell geworden. Wenn er mal kurz absetzt und woanders wieder anfängt, fährt er darüber voll schnell. Und jetzt schauen wir, was passiert. Jetzt geht es an die zweite Schicht und ihr seht, jetzt haben wir endgültig einen anderen Drucker, als das zuvor war. Jawohl. Wow. Interessant ist jetzt natürlich nicht nur die Geschwindigkeit, sondern wie wirkt sich's auf den Rahmen aus. Ich lange mal an. Ja, also die Erschütterungen. Jetzt schauen wir mal bei so kleinen Details. Boah, die Erschütterungen sind absolut im Rahmen. Die sind immer noch weniger als vor der 5.0.0. Obwohl er ja jetzt viel schneller druckt. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ein mega Upgrade für diesen Drucker. Selbst hier bei diesen kleinen Rumruckelungen ist auf dem Rahmen jetzt nicht wirklich schlimm. Übrigens haben wir 3 Stunden 48 gesliced, sozusagen, was vorher circa 6 Stunden gedauert hat. Und wir sind jetzt immer noch auf diesem Structural Setting. Es gibt ja auch noch das Speed Setting, da sind es dann nur noch 3 Stunden, das ist dann die Hälfte. Das heißt, der Drucker hat sich verdoppelt in der Geschwindigkeit, wenn man die Speed-Option nimmt.
und vorher Quality Setting hatte. Also, das ist das Wenn. Ui, schaut's mal dahin. Wow. Jetzt ist es keine subjektive Geschwindigkeitsveränderung mehr, sondern das ist jetzt sehr eindeutig wesentlich schneller. Wow. Wenn übrigens jemand von euch weiß, wie man die Kalibration der X- und Y-Geschichte nach Installation der 5.0 nochmal auslösen kann, sagt uns Bescheid in den Kommentaren bitte, weil wir haben trotz Neuinstallation der 5.0 das nicht mehr hinbekommen, dass die Kalibration nochmal abgelaufen wäre. Aber wir sind begeistert, auch diese hohen Geschwindigkeiten können wir problemlos empfehlen. Es gibt nämlich auch trotz dieser hohen Geschwindigkeiten keine ernsthaften Erschütterungen auf dem Rahmen. Das hat alles echt Hand und Fuß. Also das ist einfach Qualität. Und das, meine Lieben, ist nur das Structural Programm. Das andere Speed Programm werden wir auch noch testen und wir werden die ganzen Geschwindigkeiten und Druckdauer jedes Drucks gegenüberstellen. Aber das hier ist jetzt schon wirklich, also rechnerisch fast das Doppelte. Und Speed, das neue Speed Profile ist auf jeden Fall rechnerisch das Doppelte, als was wir bisher gedruckt haben im 0,2er Quality Modus. Also 0,4er Nozzle, 0,2er Schichthöhe Preset mit Quality vor Version 5.0.0 ist halb so schnell wie das neue Speed Setting 0,2. Was das jetzt noch nicht ist. Das hier ist noch nicht das Speed Setting, das ist Structural. Also wir sind sehr gespannt, wann das, wie die Qualität dann nachher sein wird, aber es schaut jetzt schon sehr gut aus. Das, die Qualität leidet bisher noch nicht, trotz der massiv gesteigerten Geschwindigkeit. Das nenne ich mal Geschwindigkeit, aber saubere Geschwindigkeit. Das Wackeln und so weiter und die Firmware ist einfach so intelligent, dass sie einfach nicht dumm Vollgas in jede Richtung gibt und dann hart abbremst, sondern das ist einfach smooth. Das wird einfach von der Firmware so gemacht, dass es einfach in kleineren Sachen, so wie da jetzt, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich die Oberseite von diesem Tower, deswegen ist das jetzt ein bisschen langsamer. Aber ich sag mal, er crasht nicht immer gegen die Wand und macht einen vollen Break, wenn er wieder in die andere Richtung fahren muss, sondern wird einfach langsamer. Das ist alles super ausgeklügelt und also über alles erhaben. Super Upgrade im Nachhinein, super Firmware, sofort installieren. Absolute Empfehlung für jeden Mark IV Besitzer, die 5.0.0 sofort zu installieren, so schnell wie es nur geht. Die Vorteile überwiegen so massiv. Selbst wenn ihr langsam weiterdrucken wollt und höchste Qualität rausholen wollt, werdet ihr das mit der 5.0.0 noch viel besser machen können als bisher, weil die Vibrationen und Erschütterungen einfach quasi weg sind. Also auch bei dermaßen kleinen Hin- und Herbewegungen, wenn er jetzt dumm wäre, würde er da auch Vollgas geben, hin und her und die totalen Erschütterungen erzeugen. Aber ihr seht, er passt sich immer perfekt an. Das ist einfach ausgeklügelt. Hier mal kurz zu sehen, wie diese filigrane Schrift in schnell gedruckt wird. Obwohl das ja noch nicht das Speed Preset ist, sondern immer noch Structural natürlich. Schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Gehen wir mal von oben drauf ein bisschen. Und geht saumäßig schnell. Also mehr muss man nicht mehr sagen.
Das ist jetzt nicht unendlich Highspeed wie irgendwelche übertriebenen Superschnelldruckgeräte, sondern es ist halt einfach bodenständig mit Qualitätsanspruch, Haltbarkeitsanspruch und eine gewisse Logik ist da dahinter, weil der Drucker soll ja eine gewisse Zeit lang halten. Am besten wieder Mark IIIs, unser tolles Gerät hier nebendran. Der hat 3 Jahre lang einfach Vollgas gegeben und musste noch nie irgendwas warten. Zur zweite Schicht der Schrift. Man sieht, sie wird jetzt deutlicher zu lesen. Gerade das 25, was der Gott gedruckt hat. Also für die Druckgeschwindigkeit wollen wir ja immer nur Qualität sehen und also passt. Echt gut. Das hier ist der sogenannte Support-Test. Weil die Stützstrukturen druckt er hier einfach mal zum Test in diesem Benchmark. Hier vorne links. Und hier die Schrift halt, wie gesagt. Hier Überhänge werden das dann zum Schluss, wo er 2 Stützen druckt und dann in der Luft verbindet. Aber jetzt schaut es mal daher, schaut gut aus. Jetzt Prusa Mark IV Input Shaper Firmware Version 5.0.0 und die richtigen Presets, und zwar das 0,2er Structural Preset. Und yo, also alles besser, trotz äußerst deutlich schnellerer Geschwindigkeit ist das Stringing besser. Das sind deutlich feinere Fäden nur noch und auch weniger. Das sieht man sehr deutlich im direkten Vergleich auch, aber auch so schon. Und auch das Ghosting ist trotz dieser hohen Geschwindigkeit quasi nicht vorhanden. Also vorne die Schrift drauf, die Gradzahlen, Overhang-Test, 3D-Printer-Test. Diese Schrift hier schaut top aus. Das jetzt bei 3 Stunden 48 nur, wo die vorherigen Presets knapp 6 Stunden gedauert haben. Das ist schon echt eine Ansage. Und wir schauen uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer im Detail an. Also hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Links 4.7.2 Firmware, rechts 5.0.0. Und zwar mit dem Preset rechts 0,2 Structural und links 0,2 Quality. Und es ist schon ein bisschen feiner sind die Stringings rechts, also bei der neuen Firmware. Und ein bisschen weniger. Also jetzt hier nicht so deutlich zu sehen auf der Kamera, aber durchaus deutlich zu sehen in echt. Sieht man jetzt beim anderen Objekt mehr. Ich wechsle mal zum anderen jetzt. Hier jetzt ziemlich eindeutig. Zwischen diesen 2 Gradzahlen Overhangs sind dazwischen so spinnenwebenartige Stringings. Und jetzt hier seht ihr, da ist eigentlich bei der 5.0 mit 0,2 Structural ist da nichts. Also hier ist dazwischen Stringing. Sieht man jetzt ganz gut. Und hier ist, ich schiebe mir das ein bisschen auf die Seite. Man sieht zwar schon noch ein bisschen was, aber viel dünnere Fäden, die kann man wirklich ganz, ganz leicht wegzupfen. Die fallen gar nicht mehr so auf. So, und auch hinten, okay, da sieht man schon noch was. Aber hier auch. Aber insgesamt, jetzt mal von oben betrachtet, ist schon weniger mit der neuen Firmware und dem richtigen Preset. Und das auch noch bei
links circa 6 Stunden und rechts 3 Stunden 48 Minuten. Stört euch aber nicht am Warping unter dem Schriftzug 3D-Printer-Test links. Also hier. Hier unten. Da hat es hochgezogen. Wer das Video angeschaut hat, weiß, das liegt an... Wir haben die Steel-Sheet-Plate gewechselt. Das hat sonst keinen Einfluss, bis auf das, dass einfach die Haftung besser war. Und jetzt schauen wir uns noch an das Ghosting. Also gehen wir von der Seite her. So sieht man diesen Halo-Effekt ein bisschen besser. Der ist hier auf jeden Fall weniger. Und die Gradzahlen auf dem Overhang sind hier auch ein bisschen bolder, also fettschriftiger wirken die als hier. Also durchaus sichtlich weniger Ghosting und das trotz schnellerer Geschwindigkeit. Das ist schon beeindruckend. Jetzt drehen wir das Ganze mal noch. So. Also jetzt sieht man links mit der 472 tatsächlich deutlich mehr Stringing hier als hier. Ist schon besser geworden, ja. Schauen wir hier unten rein noch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu filmen. Und zwar diese Teile, da drunter zieht es so ein bisschen die Fäden rüber. Ich versuche es jetzt mal zu zeigen. Sieht man die Fäden? Und jetzt hier. Das ist schon deutlich weniger geworden. Hier ist so richtig ein breiter Spinnenweben-Vernetzung und hier gar nichts mehr, also kaum noch was. Auf jeden Fall auch hier ein Improvement trotz der deutlich höheren Geschwindigkeit. Bravo! Und als nächstes printen wir jetzt dann MK4 Input Shaping Firmenversion 5.0.0 und Preset 0.2 Speed. Es soll eine Dreiviertelstunde schneller sein. Also statt links jetzt mit der 4.72 6 Stunden circa, rechts 5.0.0 0.2 Structural Setting 3 Stunden 48 und mit dem 0.2 Quality Setting der neuen Firmware sind wir dann nochmal 45 Minuten schneller, also ein bisschen über 3 Stunden nur noch. 3 Stunden, 3 Minuten. Aber wir werden sehen, ob es stimmt. Zur Klarstellung, die Zeitangaben, die wir jetzt gemacht haben, beziehen sich natürlich auf alle drei Objekte gleichzeitig. Also im besten Fall 0.2 Speed Setting bei der finalen 5.0er Firmware. 3 Stunden, 3 Minuten für das alles. Also Benji Boat. Stringing Test und All-in-One-Benchmark mit Overhangs und so weiter. So, 3 Stunden, 3 Minuten, sagt das Leiser, aber ob das dann wirklich stimmt, erfahrt ihr im vierten Teil dieser Serie. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und für jedes Like. Und jetzt wünsche ich mir ein Subscribe und euch eine schöne Zeit. Servus!